Leute, ich ertrinke in Nostalgie, das ist Pinocchio auf dem Super NES. Immer noch mit dem Olli. Hallo. Das war der Olli, der gerade Hallo gesagt hat, falls ihr verwirrt wart. Und das auch mit dem Tom. Hallo. Hallo. Jetzt war ich, jetzt war es Tom. Das ist wirklich aufregend für mich. Das kenne ich gar nicht. Das könnte... Also ich kenne Pinocchio, ich meine das Spiel. Das könnte mit so Sachen wie Super Mario World mein meistgespieltes Super Nintendo Spiel sein. Echt? Ich habe da unglaublich viel Zeit mit verbracht. Ich hab's auch, ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe, aber ich habe es wirklich weit gespielt. Und ich könnte jetzt gerade schon sterben, wenn ich das sehe. Also, ich bin Pinocchio, wie ihr seht. Das ist auch so ein Ding ne, von Disney, was so im... Ich kann nicht schlagen, okay. Wenn ihr König der Löwen gesehen habt auf Super NES, das ist ein bisschen ähnlich. Auch von den Production Values her, es sieht super aus. Ja, Aladdin erinnert mich auch so ein bisschen. Aladdin, es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Es sieht auch schön aus. Grandios aus. Ja. Animationen sind... Disney-Spiele waren immer so ein bisschen... Wirklich. Ist das wieder Capcom? Nee, ich glaube nicht. Das war das eigene Studio von Disney. Disney Interactive, dann genau. Quasi, die auch Castle of Illusion. Genau. Am Anfang dieses Mickey Mouse Logo kam. Ja, ja, genau. Ich bin mir ganz, nicht so ganz sicher, was mich tötet und was nur Kulisse ist. Ja, das war auch immer so ausprobieren. Komm, diese Laufanimation. Ist das nicht die beste? Er ist ein bisschen too happy. Ja, Pinocchio halt. Mit ihm kann ja nichts falsch laufen. Ich bin mir sicher, ihm wird nie was passieren. Niemals. What's happening? Wow! Da muss es ja hier eigentlich das obligatorische Wahllevel geben, oder? Habe ich nie so weit gespielt, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber also ich so weit werden wir leider nicht kommen, deswegen kann ich das sagen. Ich fand schön, wie er an dieser Mauer und dann so runterkippt. So. Ja. Hast du das gesehen? Guck mal. Der Typ. Ja, der zieht dich so hinter. Ist das? Ja. Ach, du, ich kann mir... Was passiert, wenn ich da angreife? Boah, was für eine Art. So rum. Okay. Der zieht dich so weg. Kann mich allerdings... Oh, Gott! Die Animation ist gut. Sonic! Gotta go fast! Ich kann mich allerdings nicht mehr wirklich an den Disney-Film erinnern. Ich weiß, dass ich ihn mal gesehen habe, aber... Alter, ist so creepy. Ewig her. Der haut wirklich krass rein. Wie komme ich da runter? Runterdrücken und... Nee. Was ich sehr gerne gerade geschaut habe über die Weihnachtsfeiertage, war Disney Samba von... Oh ja. Von Channel Awesome, von Doug Walker, dem Nostalgia Critic. Und da habe ich mir auch mal ganz viele der alten Folgen angeschaut. Du musst ein Tor durchgehen. Da war so ein Tor, wo du nach hinten... Okay. Und das ist wirklich... Ich glaub hier nicht. Nee, weiter links oder so. Ja, okay. Das ist wirklich super, was der da gemacht hat, weil er sich jeden Disney-Film anschaut. Jeden. Und dieses Jahr hat er sich auf die Marvel- und Star-Wars-Filme konzentriert, weil das ja jetzt auch alles Disney ist. Mhm. Aber in den Jahren davor halt diese ganzen alten Zeichen und wirklich die alten, also 101 Dalmatiner und Aristocats. Das hat er im ersten Jahr vor allen Dingen gemacht. 2011. Ja. 2011 hat er die ganz alten gemacht, 2012 waren dann, glaube ich, auch viele der 90er-Filme. Und dann wurde es immer mehr die Animierten und Pixar und so. Ich habe eine Idee. Genau, das, falls ihr das noch gar nicht kennt, kann ich es auch sehr empfehlen. Ja. Ich glaube, ich muss einfach nur das richtige Schild erwischen. Ja, das mich nach oben. Das erinnert mich sehr an König der Löwen jetzt, mit diesen Affen. Richtig, stimmt. Stimmt, die einen so dann hochwerfen. Hast recht. Ja, warte mal, ich habe hier das noch nicht versucht. Die schießen dich ja auch jetzt so. Kannst du das nicht steuern? Ja. Ich glaube nicht, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ah ja, der auch. Oh, fieser auch. Feinstaub halt. Ja. Feinstaub halt. Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Ach so! Weil das Schild ist doch auch, ja. Nee. Okay, aber ich glaube, ich kann es kontrollieren. Meinst du? Ich habe es nach links, links. Ja, ich kann es kontrollieren. Okay. Dann ist ja fast schon wieder ein bisschen... Also Pinocchio habe ich nur in der Club Nintendo halt gesehen. Mhm. Und, ja, aber... Au. Wahnsinn! Toll! Die Animation! Also es war kein Sarkasmus, wirklich. Das ist, also wenn das jetzt quasi hochauflösend wäre... Ja, können wir das so veröffentlichen. Heute noch rausbringen? Nein, ja. Zeitloser Stil. Ah! Und wenn es ein RGB-Signal wäre, ist das auch schon besser. Ja, na klar. Also wir haben jetzt hier nicht die krasseste Aufnahmemethode. Aber ich denke, ihr seht, dass es ein Original SNES ist. Oh, wow, wow. Ja, das stimmt. So gut. I'm pressing all the buttons. Jesus. Entschuldigung, Enten. War das auch im Gänse? Film? Haben die denn da verbrüggelt? Ich hab keine Ahnung. Oh, geht dir schon, guck mal, geht dir schon die Irrgarten los? Ich mochte die Szene, in der Pinocchio von den Gänsen gemobbt wurde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon so ein Irrgarten-Level ist. Es sieht halt alles gleich aus, ne? Ja, genau, aber es verändert sich auch. Also ich kann hier noch nicht schlagen und so, und das ändert sich wirklich. Ja, es kommt immer was dazu. Ich weiß, Club Nintendo war, glaube ich, die komplette Lösung drin. Da war mit diesem, das erste Level abgebildet, wo du hin musst und etc. Das kann ich mich noch erinnern. Boah, das muss ich alles selbst herausfinden, leider. Ich hätte, aber du hast es doch, naja gut, ist so lange Fan gewesen von Club Nintendo. Wenn ich auch. Ja, ich weiß, du kannst es auch einsammeln.
Ich wollte jetzt nur oben bleiben, weißt du? Das sieht interessant aus. On top. Ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll. Schild vielleicht, dass du dich so ein bisschen... Na, ich kann immer noch links oder rechts drücken. Aber kannst du dich nicht von hier fallen lassen? Nee, das geht nicht. Ich drück alles. What? Ich bin erstmal selber an, wie er sich ducken kann. Das ist echt eine anatomische Glanzleistung. Dass er, vor allem, dass die Kamera dann nach unten geht. Dass du dann nach unten gucken kannst. Er ist doch gerade eine Puppe, oder? Er ist noch eine Puppe. Von daher ist das mit der Anatomie noch egal. Naja, Diskriminierung ist ja schon so ein bisschen. Er identifiziert sich als Mensch. Das stimmt. So. Ich weiß nicht, was das für Blätter sind. Kann ich dir auch nicht sagen. Ah, Skool. Wisst ihr, wo ich hin muss? Stimmt. Notenblätter, kriegst du mehr Shanties. Weiß irgendjemand, wo ich hin muss? Zur Schule. Sicher? Das, weiß ich. Ja, aber guck mal, da steht Skool und da steht halt Easy Street. Easy Street hört sich für mich an. Easy Street. Ja, perfekt. Zum Glück bin ich hier reingegangen. Die Claudius. Oh, deine Nase. What? Hä? Hä? Die hat jetzt die... Yeah, I did it. Das war... Nee. Ich bin jetzt mal woanders. Nee, oder? Klar, da stand gerade Easy Street drüber. What just happened? Vielleicht musst du jetzt nochmal alles machen. So wie das aussieht hier. Weil du gelogen hast. Nee, das ist nicht der Anfang des Levels. Weil du nicht zur Schule gegangen bist. Oh, das hört sich tatsächlich nach etwas an, was ein Disney-Spiel machen würde. Weil du hast doch die ganzen Blätter verloren? Ja, aber das ist ein anderes. Ich war hier ja vorher noch nicht. Nee, das sieht neu aus. What is happening? Ich glaube. Oh nein! Okay, hier war ich schon. Hier bin ich gerade schon reingegangen. Echt? Ja klar, die Enten waren direkt vor dem Tor. Dann bin ich. Aber dann hat sich aber wieder zurück. Ich will auf jeden Fall. Ja genau, hier war ich schon. Ich will auf jeden Fall dieses Level noch beenden, Leute. Dann war es doch Schule. Shit! Bestimmt, weil du. Weil so eine Moral. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Enten! Gänse! Nur weil du nicht in die Tauben. Schule gegangen bist, musst du dann das Level nochmal spielen? Nee, ganz von vorne ist ja ein Checkpoint. Aber weird, das war weird. Aber war das auch von uns das zweite Tor so? Ja, da war eine Sackgasse, aber ich komme ja nicht mehr hoch. Bin gerade verwirrt. Jetzt soll nicht genug. Stimmt, du musst jetzt dann durch das andere Tor. Ja. Aber da war doch eine Sackgasse. Da? Ja. Wenn du hier reingehst? Ja. Nein. Klar. Quatsch. Blöd. Hat doch bestimmt ein Schild. Doch? Nee, ist eine Sackgasse. What? Da steht aber ein Schild Schule auf der anderen Seite. Ah! Cool. Let me go to school! Kann ich das hier benutzen? Nein. Da muss ich einfach mal zurücklaufen ein bisschen. Ich bin auch, also ich bin equally verwirrt. Ja, auch keine Erinnerungen oder so? Doch, an all, also aber nicht an den Weg. Aber ich erinnere mich an alles hier dran. Ey, ohne Witz, ich hatte wirklich einfach eine Schule aus. Wie kann ich anfangen? Hier ist kein anderer Weg. What do you want from me? Vielleicht war es doch was anderes. Über die Dächer. Das ist immer so deprimierend, wenn man diese alten Spiele spielt und dann merkt, boah, hatte ich damals Spaß daran und bin jetzt aktiv zu schlecht dafür geworden. Ja. Ich merke das auch bei manchen Spielen. Bei aber da hinten war noch so ein Schild, wo ich auf die Dächer kann, dann kann ich. Aber ich komme da nicht hoch. Ich habe original keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sehe keinen Weg. Olli, sag doch mal. Keine Ahnung, du wolltest das spielen. Ja, aber du kennst dich aus. Ich habe auf deine Expertise gehofft. Ja, da musst du einfach links laufen. Links. Ha. Ah, da steht rechts. Guck mal, also pass auf, jetzt haben wir den Himmel zurück wieder. Das ist ja der einzige, den ich laufen kann. Jetzt ist das ja auch richtig. Ja, ja. Ich muss bestimmt zurück meinen Weg finden zum Schul. Also, dass du wieder nach Hause gehen musst? Nee, ich muss irgendwie nochmal den Weg zum Schulsein finden oder das so. War doch von uns, aber nach rechts hat's gezeigt. Boah, ich ist schon wieder Ende. Ja, hier hoch. Weil du in die Schule gehen wolltest, ne? Ja, ich... Aber wenn man mir doch die Wahl gibt. Ich will doch ein echtes Kind sein. Also, ob ein echtes Kind jemand in die Schule gehen würde. Seid doch mal real, das Leute. Das ist ein Disney-Spiel. Ja, ja, das und? Außerdem, er war ja noch nicht in der Schule. Richtig, er wüsste gar nicht, was er da soll. Was denn Schule? Und Grundschule ist außerdem super. Ich bin wirklich am Anfang des Levels wieder. Stimmt. Ja, Grundschule war super. Ich hatte da Yoga-Klasse. Das war grandios. Eine was? Eine Yoga-Klasse. Kein Scheiß, das war... Gab's bei mir noch nicht. Für Kinder, die zu aufgeregt waren in der Schule. Ah ja. Also wenn ihr wollt, dass ich euch nicht so nerve, vielleicht wollt ihr drüber nachdenken. Bestimmt einer. So, School. Ich folge jetzt. Ich muss wieder zur Schule hinkommen irgendwie. Aber jetzt gehst du ja einfach nur den gleichen... Ich weiß. Weil ich immer noch den... Ich weiß. Irgendwo bin ich ja gerade auch hier lang gelaufen und bin dann bei dem Schulding ausgekommen. Deswegen kann es ja nicht ganz falsch sein. Ich hätte doch da weiter gekonnt. War da so ein Ding? Ja. Nee. Hoppin. Doch, da war genau so ein Ding. Ernsthaft? Ja. Springen. Das ist wirklich so ein Ding. Aber ihr habt gesehen, wie ich da gerade auch stand und alles gedrückt habe. Tut mir leid an alle, die das wussten.
ey, dass ich hier nicht hin kann, ist wirklich das Frustrierendste, was ich hier gesehen habe. Das machen wir, das ist doch... Kann ich nach unten drücken? Irgendwie, nee. Kannst du nicht zweimal nach unten drücken oder sowas? Zweimal? Nee. Aber das du kommst ja nicht mehr hoch. Immer so. Oder springen nach unten und springen. Ja, das ist tief genug, dass ich... Also mit unten halten und irgendwas drücken hilft nichts. Hm. Oder egal. Oder nach unten schieben? Geht dann. Jetzt drücke ich und Jackie darf nach oben. So. Okay, hier bin ich falsch. Ich kann nach links noch laufen. Das ist schon mal so ein erstes Level, was man... Die Happy-Go-Lucky hier einfach ist. Die Animation macht alles wieder wett, ne? Die Musik ich glaube nicht, was ich hier alles ein... Okay, ich glaube, das war Energie. Ging's jetzt eigentlich nach Schule, nach links? Ich... Ich hoffe einfach mal, dass ich hier... Ja, einfach mit Schuhen wirft. Hat er sich selbst besiegt. Was ein Idiot. Ja, Nein, wir stehen kurz davor, Tom. Hör auf. Da war jetzt... Na gut. Immer diese Negativität jetzt. War jetzt Turtles und... Irgendwas? Nein. Turtles war so viel besser, ne? Boah, geh nach Hause. Möchte ich mal an. Selbst Batman war besser. Jede Animation hier ist cooler als alles. Das ist cool. Ich muss... Hoch, rechts. Aber da war ich doch, von da bin ich doch gekommen. Nun. Ich bin jetzt nur auf der anderen Seite des gleichen. Was soll das denn? Info. Fickt euch Enten. Niemand mag euch. Gänse. Ich weiß nicht, was ihr seid. Ihr seid scheiße, das weiß ich. Ich weiß nicht, was ich sonst mache. Kann ich mal kurz googeln? Bitte. Wie willst du denn kurz googeln, wo du hier lang musst? Ja, Path. Einfach mal, der sagt doch dann Walkthrough und dann sagt er, geht durch das Tor, geht durch das Tor, geht durch das Tor. Dann. Guck mal, da bin ich jetzt betäubt. Ich bin viel am Anfang. Ich kann ja nichts machen. Olli! Tom! Olli und Tom! Tom und Olli! Ich guck mal in den Walkthrough. Oh, hier warst du noch nie, oder? Ich glaube schon. Echt? Ho! Nee, nee. Oh! Oh! Du hast jetzt selbst gefunden. Oh! Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja? Ich weiß nicht wie, aber irgendwo bin ich gerade woanders, Tom. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja, keine weil da jetzt rechts auch nochmal ein Schild war, ne? Naja, ist cool. Kann ich nicht wieder runter, aber. Ich lese hier gerade was sehr Lustiges. Ja. Er erklärt erstmal, dass man alle Seiten aufsammeln muss, die so verteilt sind. Habe ich. Oh ja. Nee, habe ich nicht. Deswegen hat er mich. Und dann sagt er: Oh, one more thing at the end. You'll have a choice to go through two doorways. One marked school and the other one easy street. Ja. Going through the easy street one results in having to restart the level. So go through the school one and you get. The Badge of Truth. Das sieht für mich aber nicht wie das gleiche Level aus, das ich vorher gespielt habe. Das sieht für mich völlig anders aus. Nee, nee, das ist was anderes. Aber sonst steht da auch. Oh Mann, wir werden schon weiter. So ein Scheiß. Was denn? Sowas machen Spiele. Warum machen Spiele sowas früher immer? Restart the Level. Easy Street. Easy Street. Das ist was ich bei Super Mario Maker machen würde. Auch. Bin ich im Kreis gelaufen? Hier war ich doch schon. Guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Nee. Ja, du musst einfach wieder zu dem... Die war ich schon! Ja, naja, also du musst ja nur wieder dahin zurück. Nur! War mir auch. Nun, das war für... Oh Mann! Das war's auch. Das war's jetzt. Das ist jetzt, was ich von meinem allerbesten Lieblings zeigen kann. Ja, vielleicht kommst du ja noch weiter, aber... Ich wann denn? Wir müssen doch... Wir wollen doch... Gibst du, du hast damals nur das erste Level gespielt. Nein, ich hab, Alter, man kommt in den Wal rein und man wird dann zum Esel und dann hat man andere Animationen und dann ist man auf der Achterbahn, dann ist das wie Donkey Kong, dass man so... Das ist so gut alles! Ja, zeig doch mal. Mann, fick dich! Jetzt kannst du das mal nachempfehlen, weil wenn du jetzt gerade dieses Video zu Hause gucken würdest, hättest du bereits zum ersten Mal gesehen, was wir da, welches Tor wir die ganze Zeit verpassen und würdest, weil es ist tatsächlich so, weil du viel mehr analytisch dran gehst. Wenn du hier sitzt, und gleichzeitig für Unterhaltung sorgen muss, siehst du das nicht und dann wirst du selbst so ein Spacken sofort. Du bist einer unserer Spacken jetzt. Tja, jetzt kannst aber ich kenne das Spiel ja nicht. Naja, aber es ist, egal, wenn du das zu Hause siehst, also ich wirst durch du sofort sehen. Ich werde durch das erste Tor gegangen, ja? Aber gesagt hast du das nicht. Ich habe gefragt, wo soll ich durchgehen? Dein Spiel. Ja. Echt? Okay, nun. Jetzt sag ich einfach mal, was du gesagt hast. Was? Das ist dasselbe wie bei dem Affen bei König der Löwen. Stand in dem Walkthrough gerade, wo du gelaufen bist, nicht, was du da jetzt machen musst? Zurücklaufen. Nur das, also da stand keine Direction sozusagen. Das war vielleicht auch kein sehr guter Walkthrough. Oh, ist das kacke. Also nicht das Spiel, sondern die Situation. Wie du auch wirklich gerade daran verzweifelst. Ja, wirklich. Ich so mag. Und darin kann... Darin, also,
Ich kann mich nicht daran erinnern, so krass Probleme damit gehabt zu haben. Mit diesem. Hattest du ja wahrscheinlich damals auch ein wenig. Ja, Schule, natürlich. Was ist denn EASISTR? Nee, gehe ich in die Schule. EASISTR. Obwohl, ich hätte da noch nicht verstehen können, was cool heißt. Und ich bin gerade durch ein anderes Tor gelaufen, das ich vorher noch nicht bewusst gekannt habe, und bin dann irgendwie wieder hier gelandet. Glaube ich. Ja, da war ich schon. Hm. Jetzt läufst du nämlich zurück. Was mache ich? Jetzt läufst du den gleichen Weg zurück, den ich gerade auch gelaufen bin. Ist das so? Ich bin über genau diese Dächer gelaufen. Der Zauberstab, den habe ich von uns auch schon gesehen. Ja. Ne, dann gehe ich doch mal einfach in die andere Richtung. Naja, vielleicht läufst du auf dem Boden entlang. So, hier geht's ja gar nicht mehr weiter. Ja. Einfach also mal auf dem Boden entlang, vielleicht läuft man da an dem Tor vorbei, wenn du über die Dächer läufst. Aber ich muss ja zumindest hier. Ja, versuch mal, musst du? Nee, ja, weil hier ist über die Mauer. Weißt du, oder? Ach so, ja, stimmt, das reicht. Also, da drüber muss er. Ah, die haben das Kind ge. Echt? Das ist aber cool. Holy shit. Savage. Savage. Ich kann mir rechts weiterlaufen. Ich kann mir gut vorstellen, wie in den Kommentaren jetzt. Ihr müsst da lang. Ja, wie gesagt, ja, du musst dich da schon längst raus. Das ist für dich, du kannst doch, da kannst du nach oben. Du kannst, das ist für dich eine wunderbare, kannst du doch nicht. Für dich eine wunderbare Gelegenheit, um dich in die Schuhe von uns zu versetzen und dann in den Kommentaren für uns mal ein bisschen einzustehen. Dass du sagst, nee Leute, die sind gar nicht blöd. Ja. Also ja, hab ich nie aber gesagt. Das ist nicht die Schuld, dass sie blöd sind, sondern das ist einfach jetzt, weil das Spiel und das. Weil Robin sich nicht erinnern kann, wie das Spiel funktioniert. So, jetzt bist du nämlich wieder am Start, glaube ich. Also Robin ist schuld. Jetzt bist du wieder exakt da, wo ihr. Olli! Das deprimiert mich so tief. Ich dachte, jetzt kann ich Pinocchio zu einer neuen Popularität verhelfen. Weißt du, dass vielleicht die Verkäufe nochmal angeheizt werden, dass es einen zweiten Teil kommt. Ein HD-Remake. Eine Remastered-Version. Remastered würde mir schon reichen. Aber nein, stattdessen habe ich dafür gesorgt, dass es noch tiefer in den Annalen der Geschichte verloren gehen wird. Vertraut mir einfach, wenn ich euch sage, es ist echt ein tolles Spiel. Ist es eigentlich. Wenn ihr einfach nur in die Schule gegangen wärt, wäre ich mehr in die Schule gegangen, wäre ich allgemein glücklicher gewesen. Tja. Ich glaube, das ist auch ein gutes Fazit. Tschüss. Tschüss. Fuck.